Hallo zusammen zur Montagsfolge. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen auf. Mal gucken, wie weit wir denn kommen, ob wir den Longorian heute noch bekämpfen werden. Hängt jetzt echt davon ab. Also ich werde jetzt hier nicht den ganzen Namen aufnehmen, wollte ich nicht. Außerdem sehe ich gerade, dass ich glaube, die andere Folge gerade ein bisschen früh beendet zu haben. Egal. Mal ist länger, mal weniger lang. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ach, hier sind schon die komischen Dinger. Also wie gesagt, das finde ich gar nicht. Ich mache jetzt einfach, setze jetzt einfach mal da an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich finde es nicht so schlimm, dass die Entscheidung der ersten beiden Teile und vom dritten Teil nur drei Entscheidungen eine Rolle spielen. Wie gesagt, die ersten beiden Teile sind so unglaublich lange her, dass man einfach feststellen muss, ich glaube kaum, dass sich da noch jemand wirklich verletzt noch dran erinnert. Also ich könnte es nicht mehr. Und ich habe jetzt auch im Vorab nicht alle drei Teile nochmal gespielt. Und deshalb finde ich es okay, dass sie sagen, nö, das wird jetzt nicht direkt, keinen direkten Kontext geben. Wie gesagt, nochmal, wenn jetzt auch mal Nebenpersonen aus den ersten zwei, drei Teilen auftauchen, die man vielleicht getötet hat, die vielleicht tot sind, das würde ich komisch finden. Aber so overall muss ich das nicht haben. Das ist meine Entscheidung aus den ersten, ich muss mal einen Schluck trinken, aus den ersten drei Teilen da eine große Rolle spielen. Das schon mal. Dann, ja, stilistisch, die Köpfe wären zu groß, die Zahlen wären zu bunt. Was ich gelesen habe, ist das alles deaktivierbar. Insgesamt ist die Welt natürlich bunt, ja, relativ bunt. Aber es gab ja auch schon Zeitschriften, die das schon 7 Stunden spielen konnten und die auch ganz klar sagten, naja, es wird trotzdem ein Erwachsenenspiel. Dann hat er das Monster-Design kritisiert. Das ist persönlicher Geschmack und weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wenn Monster kommen, will ich die wegschnellst und mir nicht im Detail angucken, denn Monster machen mir eh keine Angst in Computerspielen. Nicht insofern, dass ich wirklich irgendwelche Negativgefühle habe. Eine Atmosphäre kann mich beängstigen, aber Angst machen macht mir kein Monster in einem Computerspiel. Sorry. Ist doch lächerlich. Dann beschwert er sich darüber, dass wohl viele Zeitschriften sagen, naja, könnte da, oder ist beste Dragon Age werden. Ich glaube, die eine hat sogar gesagt, bestes Dragon Age. Meine Fresse, der hat selbst bei GameStar gearbeitet. Und jetzt mal ganz realistisch gesagt, GameStar ist für mich mittlerweile echt schlecht geworden. Also es gibt Spielebewertungen, wo ich mich frage, so wie kommt ihr darauf? Weiß nicht, wie euch das geht, wo ihr euch eure Infos herholt. Aber alle Zeitungen, finde ich jetzt inzwischen, haben ein Thema bei ihren Bewertungen. Ist meine Meinung. Kann ich nicht nachvollziehen, wie man sich darüber aufregen kann. Aufregen ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber zu sagen, deshalb das Spiel wird scheiße, weiß ich nicht. Allerdings muss ich auch sagen, hat er es zum Teil offen gelassen. Das fand ich okay, wo er sagte, eigentlich hätte er immer ein ganz gutes Bauchgefühl zu solchen Themen. Diesmal ist er sich unsicher, weil eben halt so viele Magazine und so viele Webseiten gesagt haben, naja, das soll richtig gut werden. Zumindest die gespielten 7 Stunden, die man anspielen durfte.
Mein Kumpel, der es ja schon gekauft hat, obwohl man es eigentlich gar nicht kaufen kann, sagte, er hat sehr viel Spaß damit. Ja. Was soll ich sagen? Das ist für mich das Wichtigste. Wenn man ein Spiel spielt, dass man Spaß damit hat. Das ist für mich das Nonplusultra. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist ein Spiel kacke. Deshalb schwierig, da spielt halt immer so viel Subjektives rein. So viel Persönliches. Ich glaube, ein Spiel objekt, man kann eine Spielegrafik objektiv bewerten. Schrei doch nicht rum. Man kann Spielegrafik objektiv beurteilen. Allerdings, selbst da gibt es ein Problem. Hörst du mal auf. Ach, hier deine Kumpels jetzt holen, ne? Weichflöte. Ich muss ihn mal eben hier verabschieden. Man kann bestimmte Dinge an einem Spiel objektiv begutachten. Zum Beispiel auch die Story. Ist sie gut geschrieben? Oder ist es einfach nur plump bla? Dass sich Spiele über all die Jahre verändern in ihrer Tonalität, ist auch nicht ungewöhnlich, weil er sich darüber aufregte. Naja, die Trailer und so zeigten ja auch viel Humor, lalala. Kommt drauf an, finde ich. Ja, der erste Teil hatte jetzt mal nicht wirklich Humor. Aber ich glaube auch gar nicht, dass er das sollte. Was ist das hier eigentlich? Ein chthonisches Riff. Wir gucken gleich mal rein, wo das hinführt. Da oben ist allerdings noch mal ein bisschen Map. Technisches kann man sowieso mal beurteilen. Wie ist das Spiel optimiert? Wie ist die Steuerung? Wie ist der Sound? Hab schon gehört, die Musik soll bombastisch sein. Irgendein sehr bekannter Mensch im Bereich Musik komponieren hat da mitgemacht. Die soll mal richtig Hammer sein. Aber auch selbst wenn es mir nicht gefällt, sind wir wieder an der Ecke. Subjektiv? Persönliche Meinung? Ich finde ja, jeder hat... Was? So, gehen wir jetzt hier mal rein in dieser Folge? Wir gehen hier mal rein. Ja, super. Das war ja schlau. Nein, das ist nicht dein Scheiß Ernst, ne? Na doch, Glück gehabt. Ja, was soll ich sagen, ihr Lieben? Ich mache hier mal ein Portal auf. Ich glaube, es geht los. Ich glaube es nicht, nur es ist safe so. Kannst den Scheiß mal lassen. Warte mal. Achso, das ist eine Kiste. Alles klar. Uiuiui. 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 Erstmal hier diese komischen Dinger wegmachen. So. Und jetzt geben wir ihm mal auf die Mütze. Weg. Weg. Arschloch. Weg. Hau ab. Ach komm. Irgendwas der Leer. Lass das.
Eieieiei. Können wir das mal lassen hier? Du nervst gerade ganz gewaltig. Oh, wow, 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 wow. Da gehen wir mal eben ganz schnell weg. Rauchen und den Boss legen ist irgendwie keine geile Idee. Stelle ich gerade mal fest. Ah, Mann, nervt mich doch nicht. Echt mal nicht. So, jetzt haben wir den Boss, glaube ich, mal wieder auf die Fresse. Erstmal können verlachen. Oh, 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 oh. Leco mio. Mann, kann der das mal lassen? Echt jetzt mal? Mir immer wieder seinen scheiß Damage Boost um die Ohren zu feuern. Nein, natürlich kann er das nicht lassen. Ich glaube, ich muss weg. Ja, ja. Jedes Mal, wenn mich das Zeug erwischt, wird's böse. Alter! Du willst mir echt auf die Nüsse gehen. Nee, Freund. Upsi. Jedes Mal, wenn er einen Scheiß macht, wird's kacke. Weg, 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 weg. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich mag dich nicht. Du bist fett, hässlich und doof. Ehrlich jetzt. Das meine ich nicht mal beleidigen, sondern als Feststellung. Völlig wertfrei. Oh, weg da, raus da, sonst wird das böse. Können wir das mal lassen? Ich habe gesagt, ob wir das mal lassen können. Arschloch. Oh, wir müssen weg. So. Mann. Jedes Mal, wenn ich nah dran stehe. Oh, weg. Thank you.
Könnte der Herr sich jetzt mal verabschieden? Weg. Erstmal verabschiede ich mich aus deiner Nähe. Oh Mann, Arschloch. Komm schon. So. Jetzt nur noch gefehlt, dass mich dieses komische Ding hier tötet. So, können wir jetzt mal die Kisten aufmachen? Allen ist nichts Besonderes drin, ne? Ja, das war jetzt mal irgendwie, ja, keine Ahnung, ein bisschen aufregend, aber auch nur ein bisschen. Wir gehen mal, ne? Hier ist nichts mehr. So, aber damit sind wir. Wir sollen Fort Econ. So. You've returned. Ja, natürlich. Is it finished then? Die Bestie wurde vertrieben, ja. Ulgrim wurde allerdings in die Leere gezogen. So our great moment of triumph is soured with tragedy. The cult's defeat at the Necropolis marks humanity's first major victory in this conflict, proving that we are not going to simply lie down and let ourselves be wiped out by fiends and spirits. Word of this victory will spread and give people hope that someday this nightmare will truly be over. Yet we cannot forget those who sacrificed their lives to bring us here. Mm-hmm. Brave men and women of the Black Legion who took up arms in the defense. Wir haben auch mehrfach unser Leben gegeben, so ist es nicht. Scorned them as criminals, outcasts and even traitors. In death, they were none of those things. They died as heroes. But I refuse to count Ulgrim among the dead just yet. I owe him that much. Okay. I could use your help. Are you with me? Wie genau kann ich denn helfen? Ich hätte da doch mal ein paar Fragen. Was haben wir denn hier? Was ist mit den ganzen ätherischen Arschlöchern? Hm. Haben wir auch eine Frage? Ja, gut. Was? Gesundheit. This is too dangerous. I need to find another way. The Rift Gate! Something's coming through! Inquisitor Creed! Devil's Crossing was attacked. Take it easy, John. What's happened? Some new kind of ethereal. Just smashed right through our defenses. We need reinforcements. We're in bad shape. I'll send help, but I can't spare much. We're equally pressed here. The loss of Ulgrim to the void may be more serious than you realize. Ulgrim is dead, Creed. You must know that.
besser nicht, wissen wir ja. We won't survive another attack. John, I... It came from Malmuth. That thing that attacked Devil's Crossing. I escaped the city with a small group 2 weeks ago. Most died crossing the burning fields. My father was pulled into the bog by cannibals. I had to leave him. I was the only one who made it to Devil's Crossing. Malmuth has been a living nightmare since the Grim Dawn. I was part of the resistance there, if you can call it that. The Ethereals toyed with us, as if we ever had a chance. They let us fight on because they needed us. Needed our bodies for the grotesque things they make deep beneath the city. You think you're safe here, behind your stone walls. But those things from Malmuth will keep coming, and they will find you. And no fortress will ever be able to save you. A chilling tale, indeed. In our fight against the Chthonians, we've overlooked a growing ethereal threat. We must find Ulgrim. But maybe we can aid Malmuth at the same time. You've already done a great deal. We must ask for your help once again. Warum? We need you to strike at the heart of the ethereal invasion, far to the east, in the ruined city of Malmuth. Warum immer wir? Naja, wie immer die Arschkarte. So wie es so schön in solchen Spielen ist. Ja, dann machen wir nochmal eben den Aufstieg. Weiß gar nicht, was ich hier machen wollte. Gute Frage. Ah, machen wir beim nächsten Mal. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Dann geht's jetzt weiter in Ashes of Malmuth. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.